Ich bin Gita und ich bin QHHT Level 2 Practitioner. Außerdem bin ich noch Musikerin und ich bin Yogalehrerin und Energetic Bodyworker. Also ich habe, ihr seht, ich habe viel schon gemacht und gelernt. Das liegt unter anderem daran, dass ich einfach die Welt faszinierend finde in all ihren Möglichkeiten und mich immer schon interessiert habe für alles, was mit Energie und Heilung zu tun hat. Und so habe ich mich umgesehen, was es gibt und habe mir aus allem das, wie ich finde, Beste zusammengesucht und praktiziere jetzt mit diesem Wissen als Heilerin, als Hypnosetherapeutin in Berlin und Umgebung. Und das Wissen, was ich habe, auch über die Musik, fließt natürlich in die Hypnose mit ein. Ich wollte euch in diesem ersten Video auf Deutsch, wollte ich euch ein bisschen etwas erzählen über QHHT. Auch weil ich weiß, dass es eben noch nicht so viel auf Deutsch gibt. Die meisten Videos, die man finden kann, sind auf Englisch. Und ich habe auf meinem Kanal auch englische und deutsche Videos gemischt, weil eben viele Menschen oder viele Klienten, die mich anfragen, nicht deutschsprachig sind. Also habe ich den Kanal jetzt zweisprachig ins Leben gerufen. Aber ich habe auch vor, wirklich viel auf Deutsch zu machen für all diejenigen von euch, die nicht so gut Englisch sprechen können. Wenn ihr noch nie etwas gehört habt von QHHT, also auf Deutsch QHHT oder Dolores Cannon, die das Ganze ins Leben gerufen hat, dann würde ich euch empfehlen, einige der Bücher mal in Erwägung zu ziehen, die Dolores geschrieben hat. Die sind inzwischen ins Deutsche übersetzt. Das sind Bücher, in denen sie über ihre Erfahrungen mit ihren Klienten berichtet. Und diese Bücher und auch die Videos von Dolores, die ich im Internet gefunden hatte, waren ein Grund, warum ich damals entschieden habe, die Ausbildung zu machen zum QHHT Practitioner. Denn obwohl ich schon so viel gelernt hatte zuvor, fand ich diesen Bereich nochmal ganz besonders spannend, der noch ein bisschen darüber hinausging, was ich bisher beruflich und auch für mich selbst erlebt hatte. In den Büchern von Dolores steht eben viel darüber, was sie erlebt hat. Und wenn man das liest, dann ist es, bleibt es fast unweigerlich aus, dass man, sagt man so, dann, ich wollte sagen, dann entsteht eigentlich eine Faszination dafür. Und die meisten Menschen, die diese Bücher lesen, sind einfach fürchterlich neugierig, das am eigenen Leibe zu erleben. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die sich für QHHT interessieren, weil Dolores kennen und auch viele der Practitioner, die es jetzt inzwischen gibt, also viele ihrer Schüler auf der ganzen Welt, enorme Erfolge haben mit den Klienten, was die Heilung bestimmter Krankheiten angeht und die Verbesserung des allgemeinen Gemütszustandes. Und allerlei mehr Wunder, die berichtet werden von diesen Sitzungen. Und die werde ich natürlich auch in Videos mit euch teilen. Dinge, die ich selber erlebt habe in den Sitzungen mit meinen Klienten. Erstaunliches, Wunderbares. Ja, aber zunächst einmal, wie funktioniert das Ganze? QHHT oder QHHT ist eine Hypnoseart, eine Art der Hypnose, entwickelt durch Dolores Cannon, in der man relativ schnell und einfach in einen tiefen, entspannten Zustand kommt. Das heißt, ihr kommt zur Hypnose, wir machen ein kleines Vorgespräch oder auch länger, je nachdem, wie lange ihr Lust dazu habt. Und dann folgt der eigentliche Teil der Hypnose. Und was passiert ist, dass ihr eigentlich euch hinlegt und euch richtig entspannen dürft. Dolores Cannon hat die Hypnose-Methode derartig entwickelt oder weiterentwickelt über die Jahre, dass die Hypnose wirklich gut funktioniert. Für alle von euch, die nicht wissen, wie Hypnose funktioniert, das ist einfach ein tiefenentspannter Zustand oder auch ein sogenannter Theta-Wellenzustand, der es möglich macht,
dass das ganze Körpersystem sich tief entspannt. In diesem entspannten Zustand ist der Körper empfänglicher für Informationen aus dem eigenen Unbewussten. Und im Grunde ist das ist im Grunde genommen das, was ihr selber erlebt in einer solchen Sitzung, dass ihr zu eurem eigenen Unbewussten und damit zu den tieferen Schichten eurer eigenen Wahrheit Kontakt bekommt. Und die Methode funktioniert über Entspannung. Das ist im Grunde genommen eine sehr effektive, effiziente Entspannungstechnik. Und nichts weiter als das. Und wir als Therapeuten oder als QHHT-Practitioner leiten euch durch diesen Prozess hindurch durch gezielte und gute Fragen, die euch ermöglichen sollen, tiefer in eure eigene Wahrheit zu finden. Aber die Antworten und auch den Weg, den weist ihr uns, beziehungsweise euer Unterbewusstsein, euer Überbewusstsein weist euch und auch uns damit den Weg, nach dem wir uns orientieren. Und das bedeutet auch, dass ihr selber entscheiden könnt, welchen Aspekt eurer selbst ihr innerhalb so einer Sitzung beleuchten wollt. Ihr bringt zur Sitzung ein paar Fragen mit und diese Fragen beantwortet ihr euch selbst dann in der Sitzung, in diesem tiefen, entspannten, überbewussten Zustand, in dem ihr viel tiefer Zugang habt zu euch selbst und zu dem, was tatsächlich für euch ansteht, zu dem, was tatsächlich eure Wahrheit ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige von euch denken, ich habe Schwierigkeiten damit, mich zu entspannen. Ist es sicher, dass es bei mir auch funktioniert? Solche Fragen kennen wir, das ist normal. Also ich und alle anderen QHHT-Practitioner, mit denen ich zusammenarbeite, weltweit, wir kennen diese Sorgen, die ihr habt. Und ich kann euch aus meiner eigenen Praxis sagen, dass es noch nie vorgekommen ist, dass jemand überhaupt keine Informationen bekommen hat. Selbst Menschen, die sich selbst als sehr, sehr schwierig bezeichnen und Schwierigkeiten damit haben, sich zu entspannen oder zu meditieren, selbst für diese Menschen hat es immer ein Ergebnis gegeben, was denjenigen erstaunt hat und auch verändert und inspiriert hat. Und das liegt daran, dass wir auch erfahren damit sind, damit umzugehen. Ich weiß, dass der Körper kein abgeschlossenes System ist, sondern ein offenes elektrisches, elektromagnetisches System, ein Energiesystem, was sehr wohl reagiert, immer reagiert. Und mit ein bisschen Praxis und vielleicht auch mit ein bisschen Vertrauen deinerseits ist es jedem möglich, einen tiefen Entspannungszustand zu erreichen. Und wenn du dich als schwierig bezeichnest, du möglicherweise dir nicht sicher bist, ob es bei dir funktioniert, kannst du gerne auch auf meine Webseite gehen. Ich habe den Link unter dem Video angegeben. Dort ist eine kostenfreie Meditation. Und das kann dir auch helfen, wenn du dich für eine QHHT-Sitzung entscheidest, diese Meditation täglich, vielleicht eine Woche vor der Sitzung zu üben, einmal am Tag, das dauert 10 Minuten, um dich vorzubereiten. Und auch das wirst du sehen, wird dazu führen, dass es dir wirklich einfach fallen wird, dich zu entspannen. Und mehr ist es nicht. Du musst dich einfach nur entspannen und ein bisschen Vertrauen haben in das Unbekannte, was auf dich wartet. Für viele ist das Unbekannte, dieser unbekannte Raum möglicherweise noch neu. Aber ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Leben und auch aus den Sitzungen, die ich selber genommen habe, bei meinen Fellow Practitioners, bei meinen Kollegen genommen habe, sagen, dass genau dieser unbekannte Raum eine Quelle von Inspiration ist, eine Quelle von Transformation und dass die Eröffnung dieses Raums für euch bedeuten kann, dass sich euer komplettes Leben verändert. Wichtig wäre vielleicht auch noch zu verstehen, dass ein Teil dieser Hypnosesitzung beinhaltet, dass wir eine Rückführung machen in ein oder mehrere frühere Leben, je nachdem, wie sich das für dich entwickelt. Das ist eine Möglichkeit, das ist ein Angebot.
Natürlich entscheiden wir das nicht gemeinsam vorher, sondern du selbst und dein Unterbewusstsein oder dein überbewusster Teil leitet uns innerhalb der Sitzung dorthin, wo es für dich angemessen ist, hinzugehen. Das bedeutet, dass es sein kann, dass du ein früheres Leben siehst, aber es kann genauso gut auch sein, dass du an einem anderen Ort, in einem anderen Bewusstseinsraum landest, der für dich an diesem Tag eben wesentlich ist, um etwas für dich zu verstehen. Und wir haben einen groben Fahrplan, könnte man sagen, aber letztendlich bist du, also ihr alle, die euch dafür für eine solche Sitzung entscheidet, seid ihr diejenigen, die oder eure Seele entscheidet oder euer Unterbewusstsein entscheidet, was ihr seht und wohin ihr gehen wollt. Und unsere Erfahrung, also meine und die Erfahrung der anderen QHHT-Practitioner, macht es möglich, dass wir euch durch das, was ihr seht, hindurch begleiten und es für euch zu einer Erfahrung machen, die euch transformieren kann und die euer Leben verändern kann. Vielleicht auch nochmal, dass ihr versteht, es gibt wirklich kaum etwas, was wir inzwischen noch nicht gesehen oder gehört haben. Natürlich bin ich absolut demütig, weil ich weiß, dass wir als Menschen sicherlich einen Bruchteil von dem wissen können, woraus das Universum besteht. Und auch wir lernen die ganze Zeit und permanent dazu. Und trotzdem ist es eben so, dass ich sagen kann, dass ich ein tiefes Vertrauen habe zu diesem Prozess, weil ich eben gesehen habe, wie wundervoll das Ganze funktioniert, wie beschützt das Ganze auch ist, mit wie viel Liebe das ursprünglich mal entwickelt wurde und auch mit wie viel Liebe jeder einzelne QHHT-Practitioner diese Technik anwendet und mit euch diese Hypnosesitzungen durchführt. Dahinter steckt bei jedem die Sehnsucht, sich selbst und andere in einer neuen Welt zu erleben, die geprägt ist von Liebe und von Bewusstsein und von Achtsamkeit. Und ich bin sehr dankbar dafür, diese Arbeit machen zu können jetzt. Und ich bin auch sehr dankbar für diejenigen, die zu mir gekommen sind und eine Sitzung bei mir hatten und deren Leben sich dadurch verändern konnte, bereichert werden konnte. Darüber freue ich mich sehr. Und einige von meinen Klienten haben zugestimmt, dass ich die Sitzungen oder Teile der Sitzungen veröffentlichen darf. Und das werde ich jetzt auch noch demnächst auf diesem Channel machen, in Ausschnitten, um euch zu inspirieren vielleicht und auch euch Mut zu machen, so eine Sitzung zu nehmen. Und natürlich auch, damit ihr versteht, wie viel Wissen, wie viel Neues, wie viel Erstaunliches in so einer Sitzung ans Licht kommen kann. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, euch bei weiteren Videos wiederzusehen und ich freue mich auch über eure Kommentare und über eure Daumen hochs. Wie sagt man das auf Deutsch? Und wenn ihr wollt, wenn ihr die kostenlose Meditation euch runterladen wollt, dann geht ihr einfach auf meine Webseite qhhtspirit.com. Die ist auch auf Deutsch und auf Englisch lesbar und dort könnt ihr die Meditation kostenfrei runterladen und ausprobieren. Okay, ich wünsche euch alles Gute, ich freue mich auf euch, bis bald.